Gameboy Adventskalender. Wer Kohl mag, wird Molemania lieben. Aber die Meinung stimmt halt nicht. Nein, den anderen Kohl, den, der die Verdauung so gut anregt. Okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Gameboy Molemania Spiel und so. Molemania ist ein 1996 erschienenes Rätselspiel mit Action-Elementen. Der böse Gärtner Jim hat die Frau und Kinder von Maulwurf Muddy entführt. Dieser eilt sofort zur Stelle und kämpft sich durch den unüberschaubaren Garten Jims. 8 Welten gilt es zu bewältigen, danach muss Muddy in einer letzten Welt gegen mehrere Bosse und schließlich gegen Jim selbst antreten. Die erste Welt fungiert als so eine Art Tutorial. Hat man diese überwunden, bekommt man sofort Zugriff auf alle weiteren 7 Welten. Wenn man also mal festhängt, dann kann man sich auch erstmal in einer anderen Welt versuchen, ohne ewig blockiert zu sein. Anfangs muss man einfach nur den nächsten Durchgang passieren, danach zeigt sich das Konzept von Molemania in vollster Pracht. Als flotter Maulwurf kann sich Muddy nicht nur im Garten, sondern auch unter der Erde fortbewegen, um zum Beispiel Hindernisse zu umgehen oder um Bonus-Items zu erhalten. In den weiteren Leveln gilt es, mit einer Metallkugel den nächsten Zaun zu durchbrechen. Und hier zeigt sich, dass man methodisch und überlegt vorgehen muss, denn Kugeln lassen sich nicht über Löcher schieben und drohen zusätzlich in eben diesen wieder zu versinken. Manchmal muss man ein Loch auch mit einem Fass wieder verstopfen. Ist das Rätsel erledigt, wartet noch ein Endboss auf den armen Maulwurf, bevor er eines seiner Familienmitglieder wieder in die Arme schließen kann. Wie schön. Was anfangs noch lustiger Zeitvertreib ist, wird im Laufe des Spiels eine echte, knifflige Herausforderung. In jeder Welt gibt es außerdem ein Bonuslevel, in welchem alle Kohlköpfe innerhalb der vorgegebenen Zeit versenkt werden müssen, ohne dass man allzu oft von Jim getroffen wird. Molemania bietet eine große Spielwelt, die über weite Teile abwechslungsreich ist, später aber etwas eintönig werden kann. Manches Rätsel ist auch etwas zu knifflig geraten, da muss man schon viel Nerven beweisen. Positiv hervorzuheben sind auch noch die schönen Zwischensequenzen sowie die rundum gelungene musikalische Untermalung. Insgesamt ist das Spiel durchaus zu empfehlen. Besitzer eines Nintendo 3DS können sich außerdem freuen, das Spiel ist im Nintendo Store erhältlich. Allerdings nicht in 3D. Oh. Schaut in 2 Tagen wieder rein, dann geht die nächste Türe auf. Ho, ho, ho. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, müsst ihr nicht mal selber dran denken. Voll gut, oder?